Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Im letzten Teil immer noch bei unserem großen Plan, die Gefangenen zu befreien und den Commander zu töten, den Silas. Und ja, das versuchen wir jetzt noch. Gut, die da hinten haben nichts mitbekommen. Erledigen wir hier noch den Offizier. Zack. Bitteschön. Hey, das ging ja besser, als ich dachte in den letzten Teilen und jetzt. Ich habe gedacht, ich werde da irgendwie mehr Probleme haben. Okay, der steht mir da etwas zu blöd. Deswegen der auch einfach so sterben wird. Zack. Und wir die Gefangenen befreien können. Okay, das hätten wir. Gut, und jetzt? Was nun? Ah. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das vor! Tötet jeden, der flüchten will! Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot! War das deutlich? Drängt sie zurück! Gut, das heißt, ja, wir dürfen uns jetzt durchbetteln. Könnte man so sagen. Ja, und hier kriegen wir jetzt auch was Neues. Nämlich, die versuchen jetzt auf uns zu schießen da hinten. Die mit dem gelben Symbol. Und das tut höllisch weh, wenn wir es abbekommen. Logischerweise. Dazu, das können wir aber verhindern, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Und wir ihn einfach als menschlichen Schild benutzen. So wie den hier. Zack. Und das ist eine wirklich coole Idee. Und das macht auch wirklich Bock. Es macht natürlich nicht so viel Bock, wenn man erwischt wird. Aber hey, wenn man sich gut anstellt, dann klappt das alles schon recht gut. So, zack, den erledige ich dann noch. Ja, wir müssen uns quasi einfach nur bis zum Tor durchkämpfen. Ich werde aber trotzdem ein bisschen mitmetzeln hier, weil das Kämpfen einfach viel Spaß macht, wie ich finde. Aua, auch wenn man ab und zu mal was einkassiert, so wie ich, aber hey. Das passiert nun mal. Das sieht einfach sehr dynamisch aus, wenn man einfach... egal wo ein Gegner steht, den dann abblockt mit der Kreistaste und ja, er dann entsprechend darauf reagiert, wie jetzt gerade, als mich einer von hinten angegriffen hat, dass er dann einfach das Schwert hinter den Rücken geklemmt hat. Zack. So. Ja, sehr gut. Die Sklaven kämpfen mit und erledigen einiges an Arbeit. So. Du, lass mich in Ruhe. Ah, verdammt. Ja, und da haben sie mich erwischt, aber ich habe auch gerade nicht gesehen, dass sie auf mich schießen. Muss ich noch dazu sagen. Gut, dann bleibe ich lieber mal hier bei den Gegnern stehen, damit ich gleich noch eventuell einen zur Verfügung habe, falls sie auf mich schießen wollen. So, jetzt. Komm mal her, Kumpel. Zack. Okay, gut. Dann laufen wir mal in die Menge rein, dann haben sie nämlich keine Chance mehr zu schießen, weil sie dann nämlich mit Kämpfen beschäftigt sind. Obwohl die jetzt auch noch alle mit Nachladen beschäftigt sind. Hm, das ist schön, wenn man so alle nacheinander schön töten kann. Ja, aber es klappt doch. So, okay, aber da müssen wir gar nicht lang, sehe ich gerade. Wir müssen eher nach links weiter. Aber gut, erledigen wir die noch schnell. Ich meine, so schwer ist das jetzt nicht. Zack, gut. Okay. Ah, wir müssen über die Mauer. Sehr gut. Oh, da schießt gerade einer auf mich. Hallo, Leute. Zack. So, und da ist auch Silas. Gut, dass ihr bei uns seid. Ich könnte Hilfe brauchen. Okay. Dann sollten wir den mal versuchen zu töten. Da es aber hier so ein Endgegner ist, ist es wahrscheinlich nicht so leicht, obwohl meistens sind die leichtesten, ja, wie man hier gerade sieht. Da ist er gerade gestorben. Schön. Wer bist du? Ich bin Haytham Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Silas, und ich werde es einhalten. Boom.
Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. Ja, und da haben wir es auch beendet. Und das relativ gut, muss ich sagen. Ja, und die beiden werfen sich schon erotische Blicke zu. Könnte da was zwischen ihnen laufen? Also jetzt nicht Charles und Hatham, sondern er und die Indianerin. Sequenz 2 beendet. Nicht schlecht. Ich glaube, 12 gibt es insgesamt. Ich bin bei meinem privaten Spielchen noch bei Nummer 10. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Ja, sieh mal eine an. Sequenz 3, Boston, Jahr 1755 und es liegt Schnee. Ist das nicht schön? Hey, und da liegt eine Seite. Das ist meine... Oh, verdammt, schon wieder diese Kackseite. Wo ist sie denn? Da. Ob ich sie diesmal kriege? Yeah, ich hab sie, endlich. Oh Gott, endlich ist der Fluch vorbei. Gut, warte mal, ich habe doch auch vor ewiger Zeit mal Lieferaufträge angenommen. Oh, hier ist auch ein interaktives Gespräch. Da könnten wir ja mal hingehen zur Abwechslung, bevor wir jetzt wieder weitermachen mit den Hauptmissionen. Wie sehe ich mir das hier an? Dann können wir uns noch ein bisschen die Stadt angucken im Winter. Ich sprinte aber erstmal hier durch. Yay. Ja, und ich habe auch gemerkt, ich habe es das letzte Mal... ist noch gar nicht so lange her, das erste Mal überhaupt benutzt, dieses Feature, dass man dadurch abhauen kann, während ich geflüchtet bin. Und wenn man das schafft, während einer Flucht und da durchläuft, dann hören die sofort auf, einen zu verfolgen, was relativ gut ist. Der Haken halt ist da dran, dass man nicht überall direkt so ein Fenster oder so eine Tür findet, wo man durch kann. Okay, sind drei Briefträgermissionen, die können wir auch alle direkt machen. Würde ich sagen, ich wollte nicht auf das Pferd... Sowas passiert leider immer noch, dass man ungewollt Sachen aktiviert, die man gar nicht aktivieren will. Und jetzt läuft mir das Pferd nämlich die ganze Zeit nach. Ich bin euch ewig dankbar, Sir. Bitteschön. So, da haben wir unseren ersten Brief abgeliefert. Hey, das ist doch cool. Ja, und das mit dem Schnee sieht auch schön aus. Ich finde es gut, dass sie da endlich mal verschiedene Wetterwechsel reingebracht haben. Weil das, ja, wird langsam ein bisschen albern. Jedes Open-World-Spiel konnte das, nur Assassin's Creed hat sich dann immer irgendwie komischerweise schwer getan. Ich bin euch ewig dankbar, Sir. So, bitte. Dann können wir auch noch auf den Turm klettern. Und, ja. Und dann dieses interaktive Gespräch machen. Ich glaube, das weiß ich auch, welches das war. Und ich glaube, das war auch relativ lang. Ich weiß noch nicht, warum das interaktives Gespräch heißt. Weil eigentlich ist es ein normales Gespräch, nur dass man währenddessen rumlaufen kann. Vielleicht deswegen. Ich weiß es nicht. So. Aber Boston ist schön, muss ich sagen. So. Dann können wir nochmal auf den Turm drauf klettern. Da komme ich sowieso nicht hoch. Deswegen brauche ich da gar nicht zu versuchen, hochzuklettern. Hier komme ich auch nicht hoch. Geil. Wie wäre es denn, wenn ich... Hier. Das geht nicht. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Ah ja, Moment, das könnte klappen. Jupp. Sehr gut. Okay. War doch mal Zeit, dass wir mal wieder was anderes machen, außer diese Mission. Haben wir jetzt schon viel geschafft in den verschiedenen einzelnen Parts, die wir bis jetzt haben. Ich glaube, ich bin auch schneller als bei meinem privaten Spielstand, was aber daran lag, dass ich mir mehr Zeit gelassen habe, die Stadt zu erkunden und so weiter.
Schön, schön. Okay, gut. Dann machen wir wieder einen Abgang und gucken mal, mit wem wir hier reden können. Ich glaube, das ist in dem Laden drin. Deswegen gehe ich da mal rein. Ah, und das ist Benjamin Franklin. Mal gucken, was er so zu erzählen hat. Willkommen. Mehr Almanach-Seiten? Nicht wirklich. Eigentlich eher eine Abhandlung. Oh, um was geht es? Die Vorzüge einer älteren Frau als Liebhaberin. Ehrlich? Das würde ich gern hören. Erstens und offensichtlich, sie sind weiser. Also ergeben sich viel stimulierendere Unterhaltungen. Und andere Dinge werden auch stimulierender. Mehr dazu folgt in einem Moment. Nun gut, das Argument mit der Erfahrung ergibt schon Sinn. Zweitens, vergeht die Schönheit, müssen Frauen ihren Nutzen vergrößern. Ansonsten werden sie verlassen und vergessen. Alte Frauen, die nicht sanft, mitfühlend und gut sind, sind eher selten. Das klingt etwas verallgemeinert. Ist aber wahr. Jetzt zu drittens. Ältere Frauen empfangen nicht mehr. Also schon wieder eine Sorge weniger. Tatsächlich verringert man auch das Risiko, sich etwas wie die Franzosenkrankheit zu fangen, da diese sich deutlich zeigt oder die Frau längst tot wäre. Und wenn man doch ein Kind wünscht? Dann nehmt eine junge Frau zum Weib. Nehmt die ältere als Liebhaberin. Und das bringt mich zum vierten Punkt. Mit dem Alter kommt Vernunft. Eine ältere Frau wird eure Indiskretion eher verheimlichen. Ja. Klingt, als wüsstet ihr wirklich eine Menge darüber. Und ich bin stolz darauf. Vielen Dank. Und jetzt der fünfte Grund. Bei jedem Tier, das aufrecht geht, führt der Mangel an Muskelflüssigkeit zuerst am höchsten Ort zur Veränderung. Das Gesicht wird hager und faltig. Dann der Hals, dann Brust und Arme. Die unteren Teile bleiben aber so drall wie immer. Wenn man also den Oberkörper einer Frau mit einem Korb abdeckt, ist unterhalb der Gürtellinie eine alte nicht von einer jungen Frau zu unterscheiden. Und da im Dunkeln alle Katzen grau sind, ist das körperliche Vergnügen mit einer älteren Frau mindestens genauso gut und meist besser, da alle kleinen Kniffe durch Übungen natürlich auch verbessert werden. Verrückter Bastard. Aber es ist wahr. Glaubt mir, ich muss es wissen. Ich habe viele ausprobiert. Das solltet ihr auch mal tun. Wie ein guter Wein werden sie immer besser. Wenn man sie allerdings zu lange alleine lässt, haben einige die Tendenz, sauer zu werden. Und das, mein Freund, ist eine sehr unschöne Erfahrung. In einem wohlgepflügten Feld arbeitet es sich besser, wisst ihr? Gibt es mehr? Aber ja, natürlich. Nun zu Punkt 6. Die Sünde wird kleiner. Nimmt man eine Jungfrau, übernimmt man auch Verantwortung. Da können ganze Leben ruiniert werden. Das Risiko gibt es bei älteren Frauen nicht. Und das führt zu siebtens. Junge Frauen tendieren zu Schuldgefühlen. Beklemmung und Unwohlsein gibt es bei älteren, erfahrenen Frauen nicht. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Grund, der wirklich außerordentlich einfach ist. Ältere Frauen sind sehr dankbar für jede Aufmerksamkeit. Ihr führt einen zwingenden Beweis, Mr. Franklin. Ich werde wohl selbst einige Proben ziehen müssen. Ich kann es nur empfehlen. Das ist ja sehr interessant, über was der sich alles Gedanken macht. Ja, wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat, vor allen Dingen, er hat viele ausprobiert. Ja gut, das stand ja auch in seinem Bericht drin, er hatte viele Frauen, was wahrscheinlich eher in seinem Erfolg als an seinem Aussehen lag. So stand es da jedenfalls. Gut, ob das aber so wirklich wahr ist, naja. Ziemlich mieser Kerl ist er aber trotzdem irgendwie. Wenn man Kinder will, soll man sich eine junge Frau nehmen und eine ältere Liebhaberin halten. Ne, also das kann ich nicht gut heißen. Gut, aber ich glaube, er hat noch ein bisschen mehr zu erzählen. Dafür haben wir aber keine Zeit mehr. Das machen wir dann im nächsten Teil. Deswegen sage ich jetzt erstmal, das war's. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Hoffe ich mal. Also bis dann. Ciao.